Hi auch Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Borderlands Pre-Sequel. Wir nähern uns langsam dem finalen Bosskampf. Und ich bin jetzt schon ein bisschen gespannt, was da so kommen wird. Dominik kennt ihn, ich nicht. Ja, dann wollen wir mal. Juhu. Ah, das ist wirklich denn von den ganzen Borderlands-Teilen einer der kürzesten. Ja, es ist... Also, der Spiel soll ja auch nicht lang sein. Geh hier rein und machen mich berühmt. Wenn ich überlege, wir sind noch nicht mal mit den Streams für Borderlands 2 durch. Das wird halt noch ein Spaßsack hier. Oh, das ist ja glänzend. Groß das ist und glänzend. Wow. Ja. Kiste! Dass hier keine Gegner kommen, irritiert mich. Yes, das Hot Rifle! Moment, hab ich ne. Ja, ich hab ne vernünftige Hot Rifle da. Na denn, gönn's dir. Baby. Ah. Oh, ja, dann haben wir beschisseneres Magazin, ey. Was soll denn der Scheiß? Die Farben, die sind ein bisschen eklig in den Ohren. Wieso? Wir sind so hell. Nun sagt Colonel Sarpedon auch noch, das da hat Neon, uns ne? Aufgegeben, weggeworfen wie Müll. Aber ich sage euch, was wenn uns jemand aus dieser Cake-mistigen Lage befreien kann, dann sie. Ey, jetzt sind die Bilden uns echt bis hierher, ey, Volk. Nein, da sind die Reporter. Ach so. Komm her. Alle Systeme grün. Alter, die ist so scheiße, die ist so scheiße. Hart kacke. So, ist jetzt Ruhe? Nee. Guck mal rein. Jetzt ist okay, Ruhe. Hier können wir nicht weiter, das heißt, wir müssen einmal außen rum. Sprich, jump. Und jump. Nein! Verdammt! Bin zu früh gesprungen. Ich krieg hier komische Messwerte rein, die vergiss es. Ist wahrscheinlich. Och nö! Los, weiter! Ernsthaft? Wie fragt man den, ohne bemerkt zu werden? Ich weiß es nicht. Aus irgendeinem Grund hat keiner der Wächter mich angegriffen. Fast so, als wollten sie mich durchlassen. Ja, da kann man sich jetzt sein eigenes Zeug denken. Was? Ja, warum die Wächter sie einfach durchgelassen haben. Das ist er dann. Weil Lilith. Frau, Iridium. Passt ja alles zusammen. Du weißt schon, jetzt bist du wieder draußen. Oder ist das ein anderer Kreis? Ja. Hast du vielleicht Elektro-Waffen dabei? Warte. Halt mir alles vom Leib soweitgehend. Ich sollte immer noch meine Bingo. Alter. Wechseln. Ja komm, Säure, pick dich hart. So, Schild ist runter. So funktioniert. Bams! Also hier nieder im Mad. Kammerjäger erster Klasse. Hier vorne ist ein Kind. Kind. Aha. Nein, wollte ich gerne mitnehmen. Ich hab hier ein Medikit für dich. Werfen Segen.
Gut so! Ein Badass, Jack! Mein Sohn! Gut gemacht! Du machst Jack alles! Wär das der Endboss gewesen, hätte ich mich jetzt schlapp gelacht. Ja, jetzt war nur so ein Zwischenboss. Ja, mal noch Kisten. Oh ja. Komm hier. Aha. Und. Oh. Wie sieht das Ding denn aus? So, was ist da? Da sind zwei Kisten. Ich weiß, dass es zwei Kisten sind. Gucken wir uns das Ding mal an und. Wird was andere? Ja, mein Charakter steht gerade voll. Haben. Ah, ich hab schon die andere Schotte. Oh, passt. Ja, sicher. Ey. So, und dann nochmal rüber. Wir gehen einen sicheren Weg. Ah, die Shotgun ist aber echt scheiße. Zwar ordentlich Damage, aber so schnell, so oft wie ich da nachladen muss, Alter. Danke! So. Ah, hier geht's dann. Ist hier noch irgendwas versteckt? Nö. Hey, du Punk! Komm von da oben runter! Wenn ich mit der Schrotflinte nicht rangehe, richtig echt wirklich enormst viel Damage an. Ja, eine Schrotflinte, ne? So, jetzt! Boah, Gegner! Jo, warte! Geh noch hier irgendwo. Ja gut, erstmal würde ich sowieso hier die Nutte da machen. Scheiße, ich schütze hier. Boom. Das bombardiert mich. Der Penner da oben. Komm her! Zum nächsten Raketenwerfer. Bist du bereit? Nachdem du mich wiederbelebt hast, ja. Haltet euch! Ich hab das Vieh gekillt und das hat mich im gleichen Moment oben mitgenommen. So, schnell noch die Waffen wieder umwechseln. Sieht gefährlich aus. Geh du zuerst. So. Let's go! Holy fuck. Sentinel. Wuhu. Jetzt geht's, Leute. Tötet diesen Wächter und die Kammer gehört uns. Ich wollte gerade fragen, hat er mehrere Phasen? Auf! Ein Schild! Übrigens, Trashmob! Was, wie, wo? Weg mit dir! Ah!
jetzt alle Elemente immer durch, oder was? Ja, so ziemlich. Ja. Muss man jetzt nicht sagen, irgendwie. Na komm. Vielleicht noch der Hälfte im Strahl, wo du bist. Bams. Wuhu. Verdammt. Also langsam kommt er mir vor wie so ein Genji aus Overwatch. Die ganzen Kanonenkugeln zurückgelenkt. Und weg ist er. Tot. Mondgestein. Das gefällt mir. Doppelgänger-Dings. Wow, also, das war doch noch nicht alles. Das ist eine große Hand. Zwei große Hände. Ein großer Kopf. Ich würde auch denken. Geh weg! Au! An die Arbeit, Safe! Du sagtest im Übrigen und hast dann irgendwo deinen Satz abgebrochen. Ja, irgendwo. Ich weiß gerade auch nicht mehr, was ich sagen wollte. Wahrscheinlich irgendwas wegen den Masken, könnte ich mir gerade vorstellen. Ich hab keine Ahnung. So. Bam. Nein. So. Nimm die nächste Maske, Kumpel. Das sieht irgendwie echt cool aus, muss ich sagen. Genau das wollte ich sagen. Hand auf den Boden. Ich spring schon die ganze Zeit wie so ein Bekloppter. Ah, ouch. Ah. Komm, hör auf. Hör auf. Hör mit der Scheiße auf. Das läuft so, wie ich will. So, geht doch. Jetzt oder brauchst du wieder mit dem Spiel? Ja, brauchst du. Och nein, nicht das scheiß schwarze Loch wieder! Weg hier! Lass mir in Ruhe! So, ich kann mal meine Digi-Jacks mithelfen. Genau. Immer fett in die Fresse! Immer fett in die Fresse! Mal fett in die Fresse, du Pesser. Na komm. Geh. Weiß nicht, ob jetzt Feuer. Ah, doch, Illusion. Ja. Korrosion bekämpft man am besten mit Korrosion. Ih, der kotzt. Surprise.
Junge, hast du kein Benehmen, du dreckiger Motherfucker. Verdammt. Korrosion und Dings sind keine guten Kombinationen. Hab ich das schon mal erwähnt. Ja. Ich glaube, ich werde sterben. Ich kann... Warte. Und. Das Bedenken, das Bedenken. Jo, passt gerade eben so noch. Oh, verdammt. Irgendwo schnell rum. Ja, ich backe hier gerade in der Welt rum, geil. Wie, du backst hier gerade in der Welt rum? Jetzt kotzt der schon wieder. Alle, versuch schnell. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Dieses scheiß schwarze Loch. Nochmal brauchen sowas nicht. Ja. Hab dich, Kumpel. Jo. Was für ein guter Unrechter Jack wie ich. In der Luft. Alter, komm, fick dich. Einfach weiter da Rufballer auf seine hässliche Visage. Bams! Verdammt! Schnell, irgendwo hoch. Ja, das ist doch mal wieder ein schöner Bosskampf. Schon lange nicht mehr. Vor allem, der macht auch aktiv was, nicht so wie der Krieger. Ja. Oh fuck, jetzt kommt die Rex auch schon wieder. Los! Direkt zur Hilfe! Bams! Yes! Wuhu! Das ist ein hoher Flug! In Sichtsammlung! Das war doch aber immer noch nicht, oder? Ah, doch! Loot. Oh, erstmal Geld einsammeln, ne? Genau. Das war ja der Hammer! Okay, wer ist dabei? Den wir! Ich brauche auf jeden Fall noch ein paar violette Sachen für eine Trophäe. Oh, an Waffen. Ich brauche... Assault Rifle. Hier ist übrigens ein violettes Ostkit, ne? Ne, ich brauche bloß noch zwei violette Waffen. So, Mondgestein. Na, heb den Mondgestein auf. Wie viel hast du mittlerweile? 76, 77, 78. 120, 124, 27. Also ich muss sagen, so krass ist jetzt die Ausbeute eigentlich auch nicht von dem. Ja. Und so, jetzt gerade so in dem Wagen, war jetzt so... Ne. Herausforderung erledigt. Was zum Fick hab ich denn da jetzt gerade aufgesammelt? Warte erstmal. Skins. Ach, eine Klassenmod, eine legendäre für meinen. Will, du hast eine legendäre. Ja, aber für meinen. Für meinen Forza. Wahrscheinlich, weil der letzte Schuss von mir kam. Hier haben wir eine Doppelgänger mit Abklingszeit von 21%. Ja. Hast du schon gesehen, das Waffenschaden. Homing Fireburst. Naja. Wie gesagt, also die Ausbeute ist... Es geht. Mager. So, können wir dann weg? Den Folgen der Gegner hat nicht mal für ein Level up gereicht. Schande. Ich bin kurz vorm Level up, das ist viel bitterer.
Ja, ich doch genauso. Während du da noch am Basteln bist. Wer von euch verursacht die schlimmeren Schmerzen? Ah, das Oskitty fällt mir hier. Ah, eine gute Gedanke. Hast du denn vielleicht noch zwei violette Waffen, die du mir mal kurz geben kannst? Ja, also eine habe ich. Wir müssen jetzt nicht für dauerhaft sein, bloß für kurz. Ja, warte, ich werfe die mal raus. Aha. Trotti. Und den Raketenwerfer. Genau, gut. Dann machen wir das mal schnell. Zack. Und zack. Halt. Verdammt, mir fehlt doch noch einer. Dammit. Hast du noch was? Was? Hast du noch eine? Eine fehlt mir noch. Ich hab gedacht, die eine Shotgun, die ich drin habe, ist noch eine violette. Nee, ich hab sonst eine blaue. Verdammt! Grüne und so. Nein! Müssen wir das andere Mal machen. Warte, ich schmeiß dir mal dein Zeug wieder hin. Das und das. Hier gibt's fette Beute. Ey, du willst. Kannst du mir bitte doch nochmal. Das ist doch scheiße! Er hat mir gerade die Pistole vorher nicht angezeigt. Du und deine scheiß Trophäen, ey. Ja, sorry, ich bin nur mal Trophäenhunter. Ja, hab fick dich. So, hier, fick dich. Hast dein Zeug zurück. Ja. So. Was ist denn jetzt? Verdammt. Ja. So. Gut. Jetzt bloß weg hier. Ein Riesenbastard war das, was? Gut gemacht. Halt Ausschau nach dem unheimlichen Roten. Ich will nicht gestört werden. Moment. Was? Das ist alles? Das kleine Ding? Was zum Teufel? Was für eine Waffe. Oh! Mein Gott! Jetzt kapiere ich. Ich verstehe. Jetzt verstehe ich alles. Hey, Hübscher. Das nenne ich einen Schlag. Zuerst such mir einen Arzt und dann tilgen wir diese dreckigen Banditen vom Antlitz Pandoras und dann wecken wir den Krieger. Den was? Das wird so cool. Wir überziehen den verdammten Planeten mit Feuer. Das gibt ein Geschrei. Banditen werden sterben. Rechts und links. Ich kann's kaum erwarten. Und so starb der Held, der uns auf der Helios gerettet hatte. Und da habe ich bei Handsome Jack gekündigt. Tut's dir leid, Jack geholfen zu haben? Ja. Und jetzt macht, was ihr wollt. Tötet sie! Was? Nein! Gäb's keine Leute wie sie, wären unsere Freunde vielleicht noch am Leben. Fertig? Das sind wir nicht, Lil. Das bist du nicht. Feuer! Was zum Teufel? Was? Dies ist nicht die Zeit zu hadern, Kammerjäger. Cool. Hegt sie herauf. Und ihr braucht jeden Kammerjäger, den ihr bekommt. Ja, Freunde,
das war Borderlands Pre-Sequel, die Story-Mission. Oder er sagt das gesamte Storytelling-Dings-Bums-Gedöns. Ja, Storytelling ist ja was anderes, ne? Ja, also mal ganz ehrlich, von allen Bosskämpfen, bis auf vielleicht der erste Teil, der war auch einigermaßen angenehm. Aber das war mit einer der geilsten Bosskämpfe, muss ich so sagen. Auch allgemein gut, dieses gesamte Ende, Endszenario jetzt, dass da auf immer so ein scheiß Guardian auftaucht. Wer zum Fick hätte damit gerechnet? Ich find's auch gerade geil, dass im Abspann bei mir, ich weiß nicht, wie es bei dir gerade ist, bei mir abgezeichnet wird, wie mein Charakter sich gerade komplett in einen Roboter verwandelt. Ja, das ist irgendwie krass. Ach so, gut. Ich dachte, das wäre jetzt Charakter eigen irgendwie so. Nee. Ja, also das einzigste Manko ist, was ich habe, es ist recht kurz. Das ich fand das recht angenehm. Ja, das schon. Ich meine, wenn das Spiel jetzt noch so wenige, ich muss es aussprechen, Dominik, Nebenmissionen hat, dann ist es alles in Ordnung, muss ich sagen. Weil wenn ich überlege bei Borderlands 2, wie lange wir da sitzen, momentan noch, zum heutigen Stand der Dinge, vielleicht auch nicht, je nachdem. Mhm. Ja, das war Borderlands, dann bald alles komplett haben. Sowohl den zweiten Teil an Nebenmissionen, 2.5, sag ich mal, oder 1.5, ich weiß nicht, kann man eigentlich... 1.5. Ja, 1.5, kann man so dazwischen klatschen. Wenn wir da jetzt noch die DLCs mit rinnehmen, ja, sind wir bereit... Es gibt zwei DLCs. Ja. Das eine werde ich jetzt schon hassen wie die Pest. Mhm. Denn man kann so viel sagen, Colosseum ist nicht meins. Überhaupt nicht. Ah. Ich dachte, du hättest jetzt so ein Klettert-DLC, ja, okay. Nee, also das ist nur nervig, ja. Aber das andere DLC mit dem Colosseum, ich kenne den Scheiß aus dem ersten Teil und das ist, wie gesagt, überhaupt nicht meins gewesen. Also, Ich weiß nicht, wie das heißt, ich glaube. Irgendwas mit einer Kuppel oder so. Irgendwas mit einer Kuppel stand da. Ich hab da noch nie reingeguckt. Na, dann wird's bald Zeit, dass wir das mal machen. Und ganz ehrlich, das sieht gerade echt geil aus, wie der Charakter von mir aussieht. So diese Metallbeine, noch zwei weitere Arme. Das fetzt richtig. Claptrap wird erstmal repariert. Was sagst du eigentlich zu diesem Endsong? Gut, ja. Ist gut. Gut, jetzt seht ihr das Bildmaterial von vorne los. Lost Legion Moon Buggy. Kann man hier nicht irgendwie... Ah, genau. Linker Stick mal runterdrücken. Ich brauchte bloß Kreis drücken. Weil ich hab keinen Bock jetzt auf die scheiß Crack. Mr. Tessiter wurde ersetzt, mein Täubchen. Ab heute arbeiten Sie für mich. Wer? John, sind Sie das? Nenn mich Jack, Schätzchen. Ja.
Handsome Jack. Jetzt erklärt sie auch, warum er eine Maske mit seinem Gesicht trägt. Ja. Wow, und dass wir immer noch hier sind, atemberaubend. Dominik, willst du diesen letzten Schritt mit mir wagen? Durch das fucking Tor! Erster. Wow. So, Freunde. Ich beende aber wieder mal an dieser Stelle hier die Folge. Wir sehen uns wahrscheinlich in den DLCs wieder. Aber wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Wertung da. Schaut bei Dominik auf dem Kanal noch vorbei. Und verpiss dich, du Mistvieh. Verpasst auf keinen Fall die nächste Folge von Borderlands Pre-Sequel. Das hier ist erstmal das Story-Ending. Bis dann, gehabt euch wohl und ciao.